Platz 2. Dieser Auftritt ist atemberaubend und mutig zugleich. Zum ersten Mal in ihrem noch jungen, doch schweren Leben steht Lizzie Velasquez alleine auf einem Podium und spricht über sich selbst. Ich hatte wirklich ein sehr schweres Leben bisher. Aber das ist okay. Das ist okay. Es macht einen direkt sprachlos, wie sie da steht, mit einer Selbstverständlichkeit und fast so ein bisschen Stolz. Was ich toll finde, ist, dass die Frau einfach das Beste aus ihrem Leben gemacht hat. Also es ist wirklich atemberaubend. Als ich in den Kindergarten kam, hatte ich ja nicht die blasseste Ahnung davon, dass ich anders aussehe als andere Mädchen. Meine Beine sind hässlich, meine Arme sind hässlich, aber ich stehe hier und ich fühle mich toll. Wirklich als Hoffnungsträger, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Also ich bewundere diese Frau unglaublich. Lizzie Velasquez ist erst 25 Jahre alt und wiegt 29 Kilo, ist auf einem Auge blind. Ein Gendefekt ist schuld. Die Krankheit lässt die junge Frau nicht dicker werden. Lizzie muss 8000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen, um nicht zu verhungern. Die hat echt viel zu leiden, die Arme. Da wären die meisten Leute ja so schon dran gescheitert. Ich habe einen Gendefekt, aber ich bin kein Monster. Doch nach diesem Interview wurde Lizzie im Netz als hässlichste Frau der Welt tituliert. Damals war sie gerade mal 11 Jahre alt. Die Leute haben tatsächlich geschrieben, bitte tue der Welt einen Gefallen, nimm dir eine Knarre und erschieße dich. Was ist mit solchen Leuten los? Sehr, sehr verletzend und sehr hart. Aber das macht sie stark. Das macht am Ende den Menschen nur stark. So stark, dass Lizzie Velasquez sich und ihren Körper lieben gelernt hat. Ich habe gelernt, im Spiegel eine junge Frau zu sehen, die selbstbewusst und glücklich ist. Lizzie hat studiert und schreibt Bücher und wagt sich nun sogar mit öffentlichen Auftritten auf Bühnen. Als Motivationstrainerin will sie anderen Menschen helfen. Mein Leben wurde mir in meine Hände gelegt, genau wie dein Leben in deine Hände gelegt wurde. Du sitzt am Steuer deines Autos. Und ich bin mir sicher, dass die Frau eine Granate ist als Motivationscoach. Ich weiß zum Beispiel, dass Lizzie schon mal für eine Fashion-Show gebucht wurde. Ja, irre. Und Lizzie traut sich sogar als Model zu posieren. Denn sie weiß heute, ich bin einzigartig und genau dadurch bin ich schön. Da hätte ich schon längst aufgegeben. Ich finde das super, dass sie so rausgeht. Und sie dreht das Ganze und zieht da Kraft raus. Was für ein toller Mensch. Ich will schließen mit einer Frage. Was macht dich aus? Denke immer daran, Tapferkeit beginnt bei dir selbst. Ich danke Ihnen.